Willkommen bei Bastelfreak, dem verrückten Bastelkanal auf YouTube. So Freunde, es geht weiter mit dem Sofa. Ich habe etwas Schaumstoff gefunden, aber auch noch etwas Besseres. Das sind jetzt ein paar Reste und hier habe ich noch ein ganzes Stück Schaumstoff gefunden, was in der Länge her schon die 120 mm hast. Das heißt, das würde schon mal sehr gut passen und das würden wir wahrscheinlich dann auch nehmen. Eine Stärke ungefähr 50 mm und die Reste schauen wir einfach mal, ob wir die überhaupt brauchen werden oder nicht. Ja, und dann habe ich hier noch etwas Stoff zum Beziehen von dem ganzen Kram. Und genau, was wir alles noch benötigen, um so etwas zu machen, also eine Polsterung selber durchzuführen. Das Hauptwerkzeug ist so ein Tacker. Am besten ist es ein Tacker, der etwas größer ist und richtig Kraft hat. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, was für ein Tacker das ist. Ich werde euch mal so einen Tacker mal verlinken unten in der Videobeschreibung. Also alles, was ich jetzt heute hier in dem Video verwende, was ich verlinken kann, werde ich euch nochmal verlinken. Auf jeden Fall ist es so ein Tacker, den man dann hier ansetzen kann und dann, ja, mit einem Schlag haut er dann quasi die Tackernadel in das Material rein. Das ist unser wichtigstes Werkzeug, das brauchen wir auf jeden Fall. Und natürlich eine Packung Tackernadeln, ja, je nachdem wie viel man da braucht, sollten wir auch schon parat haben. Genau, ansonsten gibt es da eigentlich nicht mehr viel, was man da benötigt. Ich werde jetzt anfangen, die Teile jetzt vorzubereiten, beziehungsweise die Sitzfläche, die Platte habe ich schon ein Stück gekappt, damit sie nachher auch leichtgängiger arbeitet. Und dann bauen wir jetzt gleich mal die Rückwand ab. Und ich denke, wir fangen mit der Rückwand an und tun erstmal die Rückwand beziehen und dann machen wir uns an die Sitzfläche. Die Sitzfläche bekommt ja noch ein paar Komponenten, fällt mir gerade ein. Und zwar solche Scharniere. Ja, das sind ganz normale, einfache, super günstige Scharniere. Und ich werde jetzt auch einen Teufel tun, da irgendwie irgendwelche Aussparungen in dem Holz da reinfräsen oder rausschneiden, um hier das zu versenken oder was auch immer. Das sieht am Ende sowieso kein Mensch mehr und stören tut das auch nicht. Daher werde ich die Dinger auch so hier einfach montieren, dass man das einfach hier so quasi die Klappe öffnen kann. Also keine große Sache. Werde euch solche Scharniere auch nochmal verlinken. Das wird dann auf der hinteren Seite wird das in etwa so hier dann aussehen. So in etwa wird es dann auf der Rückseite aussehen, da wo man eh nicht hinguckt oder hinfasst oder was auch immer. Und dann kann ich die Klappe, also nach hinten natürlich gesehen, einfach so aufmachen. Ist die einfachste Methode und ich bin damit eigentlich ganz zuversichtlich, dass es auch sauber funktioniert. Es kann aber noch sein, dass ich hier noch ein bisschen abdichte mit meinen typischen Dichtungs Schaumstoffband-Dingens da, aber schauen wir erstmal, wie das sich anfühlt, wenn wir die Klappe auf und zu machen, wenn das Ganze schon bezogen ist. So, ich will da noch nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Wir fangen jetzt an, bearbeiten erstmal den Schaumstoff, so dass es erstmal von den Maßen her passt und dann legen wir los mit der Rückwand. Also, bleibt dran! Wollen wir auch loslegen. Zum Schneiden benutze ich einen ganz normalen Cuttermesser und ich habe mir hier so eine alte Laminatplatte zu Hilfe genommen oder nehme sie mir zu Hilfe, um das Ganze hier auch zu schneiden, weil die Laminatplatte ist schön flach, kann ich drauflegen und einfach einen sauberen Schnitt machen. Das Ganze hier ist, glaube ich, 600 mm tief, will ich gerade mal schauen. Genau, also wir haben eine Tiefe von 600 mm, dann haben wir eine Länge von 120 cm und genau, wir haben allerdings eine Fläche 400 mm tief und eine Fläche 300 mm tief. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass die Fläche 400 mm tief 350 mm Schaumstoff bekommt und die Fläche mit 300 mm bekommt die restlichen 250 mm. Das heißt, vom Rand so ein kleines bisschen Abstand und dann kann man das auch schön bespannen und dann wird der Rand auch schön rund. Gut, ja, im Großen und Ganzen keine große Sache. Wir legen jetzt das Ganze an und fangen an, hier unser Schaumstoff zu schneiden.
Wer schon mal Schaumstoff geschnitten hat, weiß, dass es eigentlich eine nervige Sache ist, weil man es nie so wirklich sauber gerade bekommt. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Erstens sieht man das nachher nicht mehr und zweitens kommt es hier wirklich nicht auf einen Millimeter an. So, nochmal nachmessen hier. 350. 350, okay. Dann legen wir los. Ich nehme gerne das Messer so weit wie es geht raus und dann setze ich flach an und mache erstmal einen dünnen Schnitt rein, der überhaupt nicht hier funktioniert, weil das Messer stumpf ist. Wir machen das jetzt anders. Ich nehme jetzt die reine Klinge und ich bitte euch da draußen, wenn ihr das nachmacht, seid extrem vorsichtig. Am besten macht es nicht nach, das was ich jetzt hier mache. Aber so habe ich halt ein sehr gutes Gefühl fürs Schnitt, für den Schnitt und kann das Ganze hier auch über die gesamte Länge von dem Messer schneiden. Ja, wie gesagt, ganz gerade wird es nicht, aber das spielt keine Rolle. So, tada! So, eine Komponente habe ich vergessen, und zwar hier so eine Dose Sprühkleber. Wir werden nicht so viel davon verwenden, weil das soll jetzt nur ein bisschen behilflich sein, den Schaumstoff zu fixieren, dass es nachher nicht hin und her rutscht, wenn wir das Ganze bezogen haben. Daher sehr sparsam damit umgehen, aber ja, ich verlinke euch das auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Bevor ich allerdings den Schaumstoff hier drauf klebe, wobei es spielt auch keine Rolle, wir können den Schaumstoff auch erstmal drauf kleben, danach schneiden wir uns unser Stoff zurecht. Ja, hier gibt es eigentlich auch nicht viel zu beachten, einfach ein bisschen die Maße hier einhalten, so wie man das gerne haben möchte. Ich mache das jetzt gerne mittig, das Ganze mache ich so ein bisschen, wie der Truppe immer so schön sagt, Pi mal ein Auge. Ja, so in etwa, dann passt das schon. Oh, das fühlt sich jetzt schon echt gut an. Und genau, also ein bisschen Sprühkleber hier drauf. Wie gesagt, sparsam damit umgehen und viel brauchen wir da auch nicht. Ja, ich mache jetzt hier nur ein paar Streifen. Das reicht vollkommen aus. Es soll nur ein bisschen den Schaumstoff fixieren. So, das reicht auch schon. Solange der noch nicht angezogen ist, lege ich meinen Schaumstoff drauf, damit ich noch ein bisschen justieren kann, falls es notwendig ist. Weil wenn der Kleber erstmal anzieht, dann ist Feierabend. So, das passt schon. Mehr ist das nicht. Jetzt drehen wir das Ganze einfach mal um. Legen es mal auf die Schnauze, drücken es mal ein bisschen an. Und schon ist das Ganze fest. Ja, mehr brauchen wir da nicht. Gut, jetzt müssen wir unser Stoff zurechtschneiden. Das heißt, die Länge, die wir benötigen, um ja, das Ding jetzt hier zu beziehen. Wir machen das folgendermaßen. Ich nehme jetzt einfach mal hier meinen Stoff. Das ist eine ganz einfache, billige, ich glaube 2-3 Euro teure Decke aus so einem 1-Euro-Shop. Von den Decken habe ich ganz viele, die nutze ich immer gerne zum Transportieren im Auto. Wenn ich irgendwelche Sachen kaufe und die transportieren muss, dann nehme ich gerne diese Decken, weil die erstens ganz günstig sind und damit kann ich dann auch mein Auto so ein bisschen vor, ja, Anschläge oder sowas schützen. Also Anschläge von Holz, Materialien oder was auch immer ich transportieren möchte. Okay, dann lege ich jetzt hier meine Platte hier drauf. Wir sehen, dass der Stoff recht groß ist. Wichtig ist hierbei, dass wir genug hier an den Seiten übrig lassen, dass wir nachher das Ganze auch spannen können. Das heißt, ich sehe zu, dass ich den Stoff hier so ein paar Zentimeter hier drüber ziehen kann und spannen kann. Das ist ganz wichtig. Es muss nicht unbedingt so viel sein, aber ja, der Stoff hier ist etwas länger, als ich jetzt benötige. Deswegen ziehe ich das Ganze mal ein Stück rüber. Und genau, so viel ungefähr, so 2-3 Zentimeter hier überlappen lassen, reicht vollkommen aus. Man kann auch ein bisschen mehr nehmen, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und unten drunter spannen wir das Ganze auch leicht,
damit wir da keine Falten drin haben. Und dann können wir im Prinzip jetzt hier einfach einen Cut machen. Und hier, das lege ich auch nochmal kurz hier um. Und dann weiß ich in etwa, wo ich hier meinen Cut machen kann. Das heißt, bei mir wird es in diesem Fall so ungefähr an der Kante hier von meinem Tisch sein. Und dann habe ich hier genug Material, das Ganze zu bespannen. Und es ist auch noch genug Stoff da für die Sitzfläche. Zum Schneiden benutze ich hier so eine kleine Minischere. Setz diese an und es muss auch nicht hundertprozentig gerade sein, der Schnitt. Also das Ganze wird ja eh nachher umgelegt und gespannt und dann spielt das eh keine Rolle, wie es dann an der Stelle aussieht. Wichtig ist nur, dass wir genug Material hier haben, um das auch überziehen zu können. So. Sehr gut. Okay, wie fängt man denn am besten an bei so etwas? Also ich mache das immer so, dass ich eine Seite schon mal umlege und anfange zu tackern, ohne groß zu spannen. Weil wenn ich jetzt schon anfange zu spannen, kann es passieren, dass ich mir hier was zurückziehe. Das heißt, wenn ich hier dran, hier an der Seite ziehe, dann ziehe ich mir das hier wieder zurück. Also lege ich mir jetzt eine Seite einfach mal um und tackere diese Seite schon mal grob an. Und dann werde ich auf der anderen Seite anfangen zu spannen. Ja, das ist im Grunde ganz einfach und mit so einem Tacker geht das ja auch sehr gut. Das heißt, ich fange hier in der Mitte jetzt einfach mal an und tue schon mal alle paar Zentimeter, so 20 Zentimeter in etwa, hier so eine Tackernadel reinknallen. So, später kommen noch mehr rein. Also erstmal hier nur, um das Ganze schon mal zu fixieren. So, und jetzt gucken wir uns das mal von der anderen Seite an, wie es aussieht. Ja, jetzt sehen wir, hier haben wir leichte Falten drin und diese können wir nämlich jetzt rauskorrigieren. Das heißt, jetzt können wir anfangen zu spannen und wir sehen, dass wir hier eine schöne Kante bekommen und die Fläche hier ist dann auch sehr schön flexibel bzw. auch sehr weich. So, also drehen wir das Ganze jetzt hier um mit Spannung. Das heißt, ich ziehe das jetzt leicht hier an. Wir sollten auch immer versuchen, die Spannung nachher so zu halten, dass es auch wirklich gleichmäßig ist. Das heißt, ich ziehe das jetzt leicht hier an, spanne das hier auf der Rückseite und haue schon mal eine Tackernadel rein. So, und das gleiche mache ich auch jetzt hier den ganzen Weg entlang. Das heißt, hier ein bisschen spannen, nicht zu viel spannen. Wenn man jetzt hier spannt, sieht man, dass es hier eine leichte Rundung gibt. Auf der Seite, ich versuche euch das mal zu zeigen, hier ist es gespannt, ist eine leichte Rundung und wir versuchen jetzt diese Rundung beizubehalten. Das heißt, wir spannen nur noch so viel, dass es wirklich so eine Rundung hier gibt und das dann optisch auch ganz, ganz schön aussieht. Ist ein bisschen Frickelei, aber ist nicht unmöglich. Das heißt, ich spanne jetzt hier leicht an, setze das Ganze um und knall schon mal eine Tackernadel rein. Und das mache ich jetzt hier über die ganze Fläche. Das heißt, hier spanne ich auch wieder leicht an, umdrehen und na komm, tackern. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich mache das jetzt erstmal hier für diese gesamte Fläche mal fertig und dann schauen wir uns mal an, wie wir hier die Ecken und so angehen, weil da muss man ein kleines bisschen anders vorgehen, aber im Grunde auch kein Hexenwerk. So, jetzt haben wir hier die Ecken. Die Ecken sind immer so ein bisschen die Problemzonen beim Satteln. Ecken und Kanten, die machen immer etwas Probleme. Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt herkommen und das überschüssige Material, was wir hier nicht benötigen, einfach abschneiden. Aber vorher würde ich jetzt zum Beispiel hier vorne das erstmal festtackern. Und dann kann man entweder, man nimmt das ganze Material und zieht das hier drüber und spannt das so hier. Dann hat man aber hier unten einfach zu viel Material
was ja stören könnte. Oder man sagt jetzt einfach, ich mache jetzt hier eine Kante rein. So, mit drei Tacker. Dann habe ich jetzt hier eine Kante und schneide mir das hier erstmal ab. So. Hier auch ganz vorsichtig sein. Und dann kann ich hier das auch hier entlang abschneiden. So, so dass ich jetzt hier nur noch so ein bisschen Material über habe. Und dann kann ich nämlich das Ganze hier schön schräg hier rüberziehen und spannen. Bevor wir das machen, machen wir die Mitte erstmal fest, dass wir die schon mal gespannt haben. So. Und dann kann ich jetzt hier die Ecke hier spannen und ebenfalls festhackern. Das, was jetzt übersteht, werde ich nachher abschneiden. So, und hier auf der Seite haben wir jetzt nicht so viel Material. Das heißt, wir spannen das hier auch leicht und ziehen das direkt hier rüber. Und dann können wir das Ganze nämlich auch hier einfach festhackern. So, und dann sind wir auch schon mit der einen Ecke fast fertig. Das Überschüssige werde ich gleich abschneiden. Wir gucken uns das Ergebnis mal an. Und dann sehen wir hier schön abgerundet das Ganze. Hier oben müssen wir noch ein bisschen nachspannen. Aber sieht doch schon mal ganz gut aus für den ersten Blick. Und jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite auch. Auch hier werde ich das Überschüssige dann nachher abschneiden. Aber zuerst gucken wir uns nochmal die Kante hier an. Sehr schön, ebenfalls schön abgerundet. Das Ganze, das gefällt mir gut. Und jetzt werden wir noch finale hier diese ganzen Kanten nochmal etwas spannen. Und überall schön Tackernadel verbreiten. Das sieht doch schon mal wirklich sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Und fühlt sich jetzt schon sehr gemütlich an. Ich freue mich schon, mich hier dran zu lehnen. So, die Rücklehne ist soweit fertig. Jetzt machen wir das gleiche auch hier mit der Sitzfläche. Dann bespannen wir das Ganze, schlagen die Scharniere an, beziehungsweise schrauben die fest und dann können wir das Ganze auch schon zusammenbauen. Ich freue mich schon.
dann werden wir als nächstes die Scharniere montieren. Ich weiß nicht, ich habe jetzt 4 Stück. Ich überlege gerade, ob es ob 4 Stück notwendig sind oder ob auch 3 Stück reichen würden. Ich glaube, 3 würden auch schon reichen, weil hier ist ja keine Belastung drauf. Ja, ich denke auch. Ich denke, ich mache 3 Stück rein. Die Scharniere werde ich direkt hier draufschrauben. Da muss man nur aufpassen, wie rum. So rum muss ich sie draufschrauben. Hier kommt dann nachher die Kante von unserem Bettkasten bzw. Sofakasten. Das heißt, ich werde die jetzt einfach hier festschrauben mit 3 Schräubchen. Da muss man die richtigen Schrauben raussuchen. So, dazu messe ich mir das mal hier grob aus. Wir wollen es nicht übertreiben. Daher machen wir das mal hier ganz, ganz grob, das Ganze. Ich mache jetzt hier einfach mal 10 cm von dieser Seite. Das muss jetzt nicht so genau sein. Auf einen Millimeter kommt es nicht an, Leute. Man muss es nicht übertreiben. Also hierbei zumindest nicht. Es gibt Situationen, wo man genau sein muss. Aber hierbei sehe ich das jetzt nicht unbedingt notwendig, dass wir da hier auf dem Millimeter genau arbeiten. Das nächste Scharnier kommt hier hin. Ebenfalls 10 cm vom Rand. So, und das dritte Scharnier machen wir einfach in der Mitte. Wir haben hier ja 120 cm, das heißt bei 60 cm haben wir hier die Mitte. So, als erstes mache ich die Sitzfläche drauf. Ist vorne hin. Alle Scharniere bündig. Sehr gut. Und links und rechts habe ich genug Platz. Und kann das Ganze auch schön auf und zu machen. Der Klassiker. Das dritte Mal. Ich könnte natürlich auch ein anderes Werkzeug nehmen, aber nein. Wie das so ist, ist man einfach zu faul. Jetzt ist es richtig gemütlich geworden. Da wird sich mein Junior freuen. Hat sich echt gut gemacht hier das Ganze. Ein cooles Projekt, man sitzt wirklich sehr, sehr bequem hier drauf. Was ich noch machen muss, sind die Ecken hier abrunden. Das wollte ich aber beim letzten Mal schon machen, habe ich ganz vergessen. Das heißt, hier werde ich noch ein bisschen was abschleifen und hier hinten so ein bisschen die Kanten, wo man sich stoßen könnte. Ja, ansonsten bleibt nicht eigentlich viel zu sagen. Ah, wir haben ja noch den Kasten, genau. Der Kasten, da kann mein Junior einen Haufen Zeug reinlegen, seine Spielsachen oder was auch immer. Ja, Freunde, das war's auch schon mit diesem Video. Das Projekt ist abgeschlossen. Kindersofa hatte ich schon länger auf der Agenda, aber jetzt ist endlich abgeschlossen. Ich verlinke dir oben rechts im Bild noch die komplette Playlist und alle Materialien, die ich so verwendet habe, versuche ich mal zu finden und dann werde ich es euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Sollte dir dieses Video gefallen haben, beziehungsweise das ganze Projekt und du in Zukunft auch gerne mehr Projekte von mir sehen möchtest, abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke, dann wirst du in Zukunft auch keine Videos von mir verpassen. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video.